das kam so zu mir. Oft muss ich gar nichts tun, die Dinge kommen zu mir, die wichtig sind. Und da verwende ich dann Methoden aus, ja, Mentaltraining zum Beispiel. Also, dass man so ein Gefühl im Körper hat und versucht, es zu beschreiben, zu gucken, wie fühlt es sich an, was für eine Farbe hat es, was für eine Haptik, ist es groß, ist es in mir, ist es vor mir? Und damit dann zu arbeiten, um nochmal einen anderen Zugang zu bekommen oder halt einfach das Gefühl durchzufühlen, weil ein Gefühl, eine Emotion ist Energie in Bewegung und die möchte nicht blockiert werden, die möchte einfach die Erlaubnis haben zu fließen. Genau. Ja, cool. Ja, du hast mir noch so einen schönen Hinweis gegeben, dass wir uns dann auch nicht wundern sollen, wenn dann unsere Kinder im Schulsystem, wenn es dann immer mal stockt. Und bei mir war es ja so, dass ich dann quasi rückblickend selber meine Schulerfahrung reflektieren konnte und sehen konnte, warum. Ich kann mal ganz kurz vielleicht teilen, um was es auch ging bei mir. Nur mal so einen Ausblick von einer Minute. Bei mir ging es darum, dass ich eine langsamere Grundtendenz eigentlich habe, dass ich eigentlich langsamer arbeiten muss und nur aus, wenn ich in diesem Tempo bin, so geerdet bin und das in dem Schulsystem, was ja sehr tak, 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 tak und jetzt das und das, das, mir immer sozusagen meine eigene Geschwindigkeit abgekappt wurde und damit auch meine Kraftquelle, weil meine Kraftquelle ist quasi aus der Ruhe heraus zu schöpfen, dann den nächsten Schritt zu gehen, erstmal bei mir das zu finden und dann damit rauszugehen. Und ja, du hast es jetzt auch bei deiner Tochter beobachtet, ne, dass es auch das Schulsystem nicht gemacht ist für diese verschiedenen Persönlichkeitstypen und dass es für uns als Eltern, die wir jetzt hier sind und die auch die zuhören, ganz wichtig sein könnte, das einfach auch zu begleiten und zu sagen, okay, jeder Mensch ist anders und dadurch passt aber auch nicht jeder super ins Schulsystem und im schlimmsten Fall kann das ja auch passieren, dass man Kinder eventuell rausnehmen muss, habe ich auch schon gehört, dass es so gar nicht funktioniert hat, dass sie vom Typus so gar nicht reingepasst haben, dass man gesagt hat, okay, wir machen sie kaputt, wenn wir sie jetzt weiter im Schulsystem lassen und das, ja, fand ich ganz spannend von dir, diesen Impuls. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit Freundinnen oder Bekannten zum Beispiel auch darüber gesprochen habe, wo dieses Thema auf den Tisch kam, wenn die sagten, oh mein Kind, das ist jetzt eingeschult worden und das kommt gar nicht klar, dass ich mir die Chart angeguckt habe und wir geguckt haben, wie können wir dieses Kind auffangen. Kann mich zum Beispiel an eine mentale Projektorin erinnern. Das ist ein Typ, der ist sehr, sehr selten, noch weniger als der Manifestor. Und das sind sehr aufnehmende Kinder. Und die sind oft sehr, ja, die brauchen ganz, ganz viel Ruhe für sich. Und dass ich der Mutter halt Möglichkeiten aufzeigen konnte, die ist auch Theta-Healerin, was sie abends für ihr Kind tun kann, wie sie es stärken kann. Und seitdem tatsächlich klappt das auch gut mit der Schule. Also das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, wow, was Human Design bewirkt. Sie kennt ihr Kind besser und kann es dadurch so auffangen, wie es das braucht und ist dadurch sogar möglich mit dem Schulsystem. Und das fand ich wirklich in dem Fall sehr, sehr beeindruckend, dass man gar nicht immer sagen muss, okay, wir nehmen jetzt unser Kind ganz raus aus der Schule oder wir wandern aus, sondern dass es wirklich damit Möglichkeiten gibt, das Kind aufzufangen, indem man es als Mutter kennenlernt und weiß, dass es genauso richtig ist. Und es auch stärkt dann an den Stellen, wo es seine Stärken hat, ne?